5, 4, 3, 2, 1 und. Blub, blub, blub. Oh, cool, da haben wir schon unsere erste Mutation. Die titschen voll ab. So, ich schieß mal einen ab. Dann laufen die anderen hoffentlich. Boah, wie schnell die sind. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zur neuen Folge Ark. Und ja, wir haben ja letzte Folge die Raptoren und Spinos gefangen. Und die Raptoren anfangen lassen mit Brüten. Und da haben wir jetzt schon einige Eier zusammen. Ich habe die schon mal hier gesammelt in der Vault. Hier sind auch noch jede Menge Giga-Eier und Rex-Eier. Und da werde ich diese Folge mal ein paar Sachen ausschlüpfen lassen. Und ich glaube, damit fangen wir direkt mal an. Moment, hier zu. Und ja, ich lasse die jetzt mal so nach und nach ausschlüpfen. Und sobald ich eine coole Mutation oder irgendwas habe, melde ich mich zurück. Oh, ein Wyvern-Ei haben wir auch noch. Wieso so langsam? Komisch. Fünf, vier, drei, zwei, eins und. Blub, blub, blub. Oh, cool, da haben wir schon unsere erste Mutation. Komplett in Rot. Nice. Oh Mensch, lass mich doch durch. Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar hier schlüpfen lassen. Wieso siehst du so komisch aus? Was ist mit deinem Bauch los? Die sind voll die buckligen, hässlichen. Oh Mann, ey. Gut, Leute, bis gleich. So, Freunde, die Giga-Eier sind durch. Ganze 4 Mutationen haben wir da rausbekommen. Und das waren gerade mal 100 Eier oder so. Also da haben wir schon richtig Glück gehabt. Ja, und die haben auch alle ein ziemlich gutes Level. Alle über 230. Na, beiß mich doch nicht. Also einmal haben wir hier diesen wunderschönen feuerroten. Ja, die Stats sind noch nicht ganz am Ende. Es kommt ja noch die Prägung. Dann haben wir hier diesen lilanen. Ich finde das cool, dass er diese Lippe so lila hat. Das passt irgendwie cool. Hat der andere das auch? Aber der. Der hat die Lippe auch. Aber der ist insgesamt mehr weiß-grau. Ja, der sieht bestimmt später mal brutal aus, wenn er groß ist. Wegen diesem, ja, blutrot verschmiert Farbe. Das wird auf jeden Fall ein Kampftier. Und ja, diesen schönen gelben haben wir noch. Oh, schon über 40.000 Leben. Und die sind ja noch nicht gelevelt, da kommt ja noch einiges dazu. Aber komischerweise schweben die, ich weiß nicht wieso. Gut, das wird noch ein bisschen dauern jetzt, bis sie erwachsen sind. Vielleicht ist es ja dann weg. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, welcher war der höchste Level. 35, 38. Das hier ist der höchste. Ja, cool. Das gefällt mir. Der gefällt mir, glaube ich, eher am besten. Weil die anderen Farben sind zwar auch cool und stechen heraus, aber ja, sehen halt mehr unnatürlich aus. Aber der hier, der sieht schon brutal aus. Als ob der gerade gefrühstückt hätte. Und sich danach in der Leiche gebadet oder so. Okay.
Auf jeden Fall, die Rechte sind jetzt durch. Die Krieger sind jetzt durch. Jetzt machen wir mit den Rexen weiter. Ach so, ja, du kannst am besten mit reinkommen. Du kannst mir beim Aufräumen helfen zwischendurch. Ja, Raptoreneier sind ja noch in Produktion, da kommen gleich noch welche dazu. Oh, hiervon kann ich viel mehr auf einmal tragen. Nein, noch keine Raptoren. Scheiße, jetzt habe ich zu viel genommen. Kann ich mich bewegen? Ganz leicht, ja. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir da noch ein paar coole Mutierte bei raus. Da zeige ich euch dann am Ende, was dabei rumgekommen ist. Hab ich eine Lampe dabei? Okay, die sind alle ziemlich gleich. Okay, Leute. Dann bis gleich. So, die Rex-Eier sind auch durch. Ich glaube, ich lasse den Wyvern jetzt noch schlüpfen. Also bei den Rexen haben wir jetzt nur einen einzigen Mutierten dabei gehabt. Ich meine, die sind ja eh alle mutiert, weil die Eltern beide mutiert sind. Aber der hat halt noch eine zusätzliche Mutation jetzt auf dem Rücken, dieses Weiße. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Komm mal mit, Freund. Komm mal hier. Kannst du mal nach außen aufgehen, bitte? Ah, meine Güte. So, Rexi, komm. Na komm schon da raus. Ja, fein. Dann kann man dich auch mal in voller Pracht sehen. So, mal kurz die Schrift weg. So. Ja doch, der sieht schon cool aus. Aber ich weiß nicht, ob diese roten Dinger auf dem Rücken, ob das auch eine Mutation ist. Wie sieht das denn bei den Eltern aus? Haben die das auch? Okay, die Eltern haben das auch. Ach, die haben sogar auch das Weiße auf dem Rücken. Oder wie sehe ich das jetzt? Ja, sieht so aus. Dann ist der Rex ja gar nicht so besonders. Was haben die denn? 6 und 3. Moment. Der müsste auch 6 und 3 haben, ja. Und der hat 9 und 9. Also es hat sich auf jeden Fall alles zusammen addiert. Was macht er da? Komm mal hier. Stell dich mal hier zu deinen Gigabrüdern. Hä, wo sind die? Wollt ihr mich verarschen? Das darf nicht wahr sein. Oh nee. Die sind geflüchtet, weil ich da drin die Rexe getötet habe. Oh, hoffentlich kriege ich da jetzt noch vollen Imprint. Och Mist. Wo ist der letzte? Der Rote. Wo ist der Rote? Okay, der will kuscheln. Der auch. Der will noch gar nichts. Wo ist der Rote jetzt? Ah, hier. Na, der dürfte noch in Reichweite sein. Ja, der wurde weitergeprägt. Sehr schön. Komm mal her. Ja, noch sind sie kleiner als die Rexe, aber das wird sich bald ändern.
Komm, noch ein, zwei Schrittchen. Ja, reicht, danke. Was möchte der haben? Die Morph. Nee, kein Bock. Ach, scheiße. Der Rex ist wieder hier drin. Komm mit. Jetzt hier lang. Hey. Was machst du da? Komm, komm, komm. Oh. Am liebsten würde ich jetzt... Na komm. Komm, komm, komm. Ich bin durstig. Ich glaube, der Rockdrake hat noch meine ganzen Sachen im Inventar. Aber jetzt kommen wir mit hier hinten hin. Jawohl. Oh nein! Oh. Wo ist es? Da, verhalten, wandern, deaktivieren. So, wo ist der Rockdrake? Ich brauche was zu trinken. Oh, hast du gar nicht mehr. Ja, wo habe ich die Sachen denn hingetan? Ah, du hast sie. Okay. Dann machen wir jetzt weiter mit den Raptoren, würde ich sagen. Hier haben sich auch wieder welche gesammelt. So, wir haben jetzt knapp über 50 Raptoreneier. Die Kollegen hier habe ich mal festgebunden, damit sie nicht wieder Reis ausnehmen, wenn ich hier selektiere, sag ich mal. Ja, die Raptoren dürften eigentlich ganz schnell gehen, weil die sind ja klein. Da kann ich immer viele auf einmal hinschmeißen. Oh, das ist aber ein bunter Haufen. Wie soll ich denn da wissen, wo die... Okay, der sieht besonders aus. Ach du Scheiße. Grün, grün, grün. Vielleicht hätte ich doch nicht so viele auf einmal nehmen sollen. Schon voll ab. Ja gut, dann suche ich mir noch einen von denen raus mit den roten Federn. Na? So. Mit den pinken Federn habe ich ja schon einen. Oh weia. Okay, nächstes Mal darf ich nicht so viele auf einmal... Oh! Oh, ein blauer. Der sieht ja cool aus. Gut, dass ich den noch gesehen habe. So, ich schieß mal einen ab. Dann laufen die anderen hoffentlich. Boah, wie schnell die sind. Na, lass mich gehen. Achso, ich bin noch geduckt wahrscheinlich. Ja gut. Ich glaube, die wichtigsten haben wir. Einen lilanen, einen blauen und einen mit roten Federn. Der Rest wird jetzt Frühstück oder Abendbrot. Aus irgendeinem Grund hänge ich hier fest. So. So, das war's, oder? Da haben wir unsere drei Freunde. Okay, das ist kein Rot, das ist mehr so ein Orange. Boah, der Blaue sieht ja echt cool aus. Blau-Grün. Der ist auch nicht schlecht.
Okay, nächste Fuhre. Oh, so 10. Oh, da ist ein ganz blauer. Den nehmen wir uns. Was mit den Levels? 187. Also ich nehme jetzt nur die Farben, die für mich besonders herausstechen und mir gefallen. Der Rest kann im Magen von Aurora enden. Warte, auch schon. Da ist noch einer. Kommt, Leute. Okay, die schmeiße ich noch hin. Und den Wyvern heben wir uns für den Schluss auf. Und ist da was Besonderes? Der sieht ganz cool aus. Okay. Reicht. Jetzt haben wir wie viele? 5 Raptoren. Das ist schon eine gute Gamegröße. 5 Stück. Zack, jetzt noch das Wyvern Eye. Sieht er genauso aus wie der andere? Ja, oder? Oder ist der andere, glaube ich, mehr blau? Naja, müssen wir später mal vergleichen. Wenn die erwachsen sind. Okay, Leute, ich melde mich zurück, wenn die Viecher alle ausgewachsen sind. Und dann testen wir mal. So, der Rex und die Raptoren sind mittlerweile ausgewachsen. Ne, Moment, das ist der falsche. Dieser Rex hier. Ah, komm, Spine, und lass ihn los. So. Den stellen wir mal hier zu. Der ist in den Trupp mit aufgenommen für den Bosskampf. So. Spino stelle ich mal ein bisschen abseits. Stört mich gerade ein bisschen. Und ja, die Raptoren habe ich zwar als letztes ausgebrütet, aber die sind am schnellsten ausgewachsen. Leider ist einer aus irgendeinem Grund verloren gegangen. Keine Ahnung. Aber 4 haben wir. Und der hier sieht jetzt richtig cool aus, der blaue. Der gefällt mir richtig gut jetzt. Ich glaube, das wird mein Stani-Raptor. Ja, vergleichen wir mal kurz. Warte mal, das hier ist Level 199, 197, 213. Der hat aber keine Mutation, hä? Das ist eine Mutation. Also ich denke mal, das Lila. Stats kann ich jetzt nicht genau sagen. Oh, der ist nur 85% geimprintet. Die sind alle nur 85%. Ne, der ist 100. Und du? Auch nur 85. Ah, Mist, da habe ich irgendwas verkackt. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den, der 100% hat. Was war der? Ja. Und vergleichen den. Wow. Der ist schon mal mega viel schneller als die anderen Raptoren. Und ja, wir haben ja letzte Folge die regulären Raptoren getestet, ohne Prägung und so weiter. Ich weiß noch, die haben ungefähr 100 Schaden gemacht, 104 oder so. Dann gucken wir jetzt mal, was der so kann. 252. Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr als doppelt so viel. Ich
denke mal. Ah ne, der war ja ohne Mutation. Sonst hätte ich gedacht, das wäre vielleicht eine Mutation auf Angriffsschaden. Aber die sind jetzt so ultra schnell. Wow. Da läuft noch ein Raptor. Wo sind die alle entkommen? Auf jeden Fall durch die schnelle Angriffsfolge macht er den niedrigen Schaden auf jeden Fall wieder weg. Das ist krass. Die sind echt genial. Und damit ist man auch richtig schnell unterwegs. Die sind ordentlich gut zum Reisen, glaube ich. Die können jetzt auch mein Gewicht tragen, ohne dass ich die Sachen runterwerfen muss. Hier 550 Kilo. Über 3000 Leben. 1300% Angriff. Ist noch kein Level reingegangen. Was haben die denn so? 1215. Gucken wir mal, wie sich der Unterschied bemerkbar macht. Ist schon leicht niedriger, ne? Und die sind ja auch nur 85%. Schade. Da habe ich irgendwas. Die sind wahrscheinlich so schnell gewachsen, dass die Nanny nicht mehr hinterherkam. Mit dem Prägen. Oder die waren kurze Zeit außer Reichweite oder sowas. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar stärkere Raptoren als vorher. Ein kleines Angriffspack sozusagen. Das ist immer cool, wenn man so kleine Rudel hat. Warte, ich mach mal. So, die Raptoren folgen jetzt dem. Genau. Dann kommt ihr mal hier vorne. Perfekt. Dann lasse ich hier immer so meine kleinen Rudel stehen. Die Wölfe haben wir auch noch. Und dann kann man immer die mal zwischendurch mal mitnehmen, um die Karte ein bisschen zu erkunden. Dann hat man so viel Angriffspower dabei. So, die folgen dem weiter, ja? Ja. Die auch? Okay. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis die Gigas ausgewachsen sind. Das dauert noch ein bisschen. Ah, der Wyvern ist ausgewachsen. Können wir jetzt mal kurz vergleichen. Komm, lasst mich raus. Ja, das ist echt ein bisschen mehr lila, glaube ich. Der andere ist mehr blau. Leichte Unterschiede sieht man schon. Aber ansonsten... Ja, Stats können wir jetzt schlecht vergleichen und Angriffsstärke, weil der andere schon gelevelt ist. Aber jetzt haben wir zwei Wyvern. So. Und die Gigas, wie weit sind die? 83%. 86. 75. 75. Ja gut. Ich melde mich zurück, sobald die erwachsen sind. Und dann checken wir die auch mal aus, natürlich. Ja, der eine Raptor ist gar nicht verloren gegangen. Der ist irgendwie ausgebüxt, keine Ahnung. Und hat sich da zwischen den Rexen versteckt. Komm mal da raus. Auf jeden Fall ist er. Der sieht echt cool aus, aber der ist leider nur 15% geprägt. Also kann man damit nicht viel anfangen. Das ist echt schade, der war auch noch ein hohes Level. So, die Gigas sind endlich erwachsen. Wir können loslegen mit dem Testen. Also erstmal haben wir hier den ursprünglichen Giga ungelevelt auf Maximum Level. Da wollen wir jetzt mal gucken. 660 Schaden.
war das Mate Boost. Oh, Stamina schon leer. Da vorne ist noch ein Testobjekt. Ah, 660 Schaden macht er. Besonders schnell ist er auch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem neuen. Der ist auch noch nicht aufgelevelt. Also so wie er geboren wurde. Wow. Also Geschwindigkeit ist schon mal ein sehr krasser Unterschied. Stamina hält auch ein bisschen länger. Ups. Da habe ich jemanden platt getreten. Okay, gucken wir mal, was der Grundschaden so ausmacht. Da vorne ist schon was. 2000, alter Schwede. Fast 2,4. Krass. Das ist ein krasser Unterschied. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte so ein bisschen mehr als das Doppelte gedacht, aber das ist ja schon das Vierfache, alter Schwede. Das ist echt krass. Stamina ist leider trotzdem sehr bescheiden, nur 400. Aber der ist ja so schon schneller, als wenn der andere rennt. Ja, krass. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar ultra starke Dinos. Ja, schade, dass man die Gigas nicht mit zum Bosskampf nehmen kann. Vielleicht gibt es ja da eine Mod für, dass man das doch mal machen kann. Das wäre witzig. Einmal mit 20 Gigas gegen den Boss. Ich glaube, das ist dann ein Kampf von nicht mal einer Minute oder so. Naja, aber ich denke mal, die haben das nicht ohne Grund so gemacht. Die sind schon krass OP, die Viecher. Ich weiß noch, als ich meinem ersten Giga gegenübergestanden habe in Ark, das war schon furchteinflößend. Vor allem, weil er mich mit einem Biss umgebracht hat. Und die sind ja auch noch sau schnell, die Viecher. Ja, wenn die wild sind, haben die ja noch viel mehr Leben. Oh, der hat auch schon, wie viel, Alter? 116.000. Krank, ey. Da muss ich mal kurz gucken, was der andere hat. Na? 18.000. Ja, krass. Das ist ja das Fünffache, noch mehr als das Fünffache an Lebensenergie. Nur weil der geprägt ist. Das ist schon krass. Oh, hast schon ein Ei gelegt. Das brauchen wir aber nicht. Ich glaube, Gigas haben wir genug. So. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich für die heutige Folge. Und wie immer hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Und schaut gerne wieder rein. Wenn ihr wollt, checkt auch gerne meine anderen Serien aus. Subnautica gibt es noch zu sehen. Oder Final Fantasy habe ich auch ein bisschen gemacht. Survival of the Fittest gibt es auch noch. Ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Täglich 16 Uhr kommen die Videos. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.